Die Freiwillige Feuerwehr in Neukirchen im Kreis Ostholstein ist machtlos. Die längste Leiter des Landes ist sowieso nur bis zur Hälfte der 100 Meter hohen Anlage ausfahrbar. Das Einzige, was die Helfer tun können, ist das Gelände absichern und abwarten. Laut Bundesverband Windenergie geraten die Aggregate äußerst selten in Brand. Vor anderthalb Jahren in Niedersachsen das letzte Mal. Bei rund 10.000 Anlagen in Norddeutschland käme das einfach mal vor. Sicherlich gibt es da irgendwelche Loschsysteme, aber die sind ja verhältnismäßig so teuer, dass man sagt, ja gut, wie oft kommt das vor, wie viele Mühlen haben wir? Und dann ist das näher prozentual eine geringe Sache. Im Auto habe ich auch keinen Feuerlöscher mit, die wenigsten Leute haben einen mit. Die Eigentümer sind versichert. Sie rechnen mit einem Schaden von rund 2 Millionen Euro. Die Brandursache ist noch nicht geklärt.